Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist meine heutige Inspiration für dich. Als Bild heute habe ich die Natur im Winter bekommen. Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil draußen ist ja wirklich Hochsommer und das ist unglaubliche Hitze, die gerade herrscht, über 30 Grad. Aber die Botschaft, die dann kam, also es hat ja jetzt nichts mit Winter oder Sommer zu tun, sondern als Botschaft kam mir das Stichwort die Geduld. Und um was geht es hier? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir haben ja jetzt also diese Welt, wo ganz, ganz schnell alles abläuft, also ganz große Leistungsansprüche von überall. Und viele Menschen haben das Gefühl, die schaffen nichts. Also die müssen alles schnell machen, die müssen erfolgreich sein, die müssen für diesen Erfolg ständig was leisten, leisten und leisten. Und irgendwann mal bekommt man dann vielleicht sogar Burnout oder hat man das Gefühl von ständiger Überforderung und es ist alles schwer und man wird müde und so weiter. Also ich kenne ja immer wieder Fälle auch in meiner Praxis von solchen Menschen und ich habe selbst auch früher so gelebt und immer das Gefühl gehabt, ich muss weitermachen. Ja, also und gerade ein Projekt zu Ende und dann hat man das Gefühl, ich muss ja weitermachen. Also warum stagniert denn das? Also viele sind verzweifelt und denken, es stagniert gerade und es geht nicht weiter und die fühlen sich blockiert und machen sich Sorgen. Was ist denn mit mir los? Also warum geht es nicht weiter? Und vergessen einfach oder vielen ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass das wirklich ein Naturgesetz ist, also im Universum. Also dass die ganze Natur tatsächlich so funktioniert, dass man aktive Phasen hat, aber dann auch die ruhige. Wir können das ja bei Natur tatsächlich abgucken, wie das funktioniert. Wir kennen ja alle, es gibt jetzt Hochsommer, das ist ja die Zeit, also wo viele Früchte getragen werden, eine fruchtbare Zeit, ja, also wo wirklich volle Pracht, also was die Blumen da sind oder die Bäume oder natürlich Obst und Gemüse. Es gibt aber andere Zeit, dann kommt Herbst und Winter, wo die ganze Natur schläft. Und das ist tatsächlich also wirklich absolut natürlicher Ablauf, wo wir tatsächlich diese Hoch haben und dann kommt also ein Tief, ohne jetzt zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern es geht einfach nur darum, dass das unterschiedliche Zeiten sind, in unterschiedliche Energien, ja, wo alles aufblüht, aber dann wieder zur Ruhe kommt. Wieder aufblüht und dann zur Ruhe kommt. Also es gibt ja auch die Phasen mit Nacht und dann oder Tag, ja, also wo die Sonne aufgeht und dann wieder der Mond da ist. Und so weiter. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtiger Prozess. Und was passiert denn in dieser Schlafphase oder in dieser Ruhephase? Wir sammeln unsere Energie. Die Natur sammelt die Energie. Guckt einfach mal ab von der Natur. Die sammelt Energie, die sammelt die ganze Kraft, um mit dieser Kraft nochmal im Frühling, im Sommer aufzublühen und die Früchte zu tragen. Wenn es diese Phase nicht gäbe, dann könnte es keine Früchte geben. Also man merkt manchmal so von Feldern, ich bin ja kein Profi dazu, aber trotzdem ist mir bewusst, also wenn die Felder ausgelaugt werden, weil es keine Ruhe der Erde gegeben wird, sondern immer verlangt wird, die Erde muss Früchte tragen. Irgendwann mal ist die Erde ausgelaugt und die kann nichts mehr bringen. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du versuchst, immer wieder nur produktiv zu sein, immer wieder was tun, machen, machen und dir keine Ruhe gibst, dann bist du irgendwann mal ausgelaugt, dann kannst du nichts mehr produzieren. Das ist einfach nur ein Naturgesetz und darum geht es ja. Viele versuchen auch von ihren Kindern zum Beispiel das Gleiche zu verlangen. Ja, also die werden gar nicht bewusst, dass ein Kind einfach natürliche Rechte dazu hat,
mal nichts zu tun, mal nicht produktiv zu sein, sondern verlangen und fordern und überfordern auch ihre Kinder zum Beispiel. Und das Gleiche tun sie auch mit sich selbst. Und wichtig wäre, und das ist meine Botschaft an dich heute, also wichtig wäre, dass dir einfach bewusst wirst, dass das einfach nur eine ganz natürliche Phase ist von deinem Sein, also wo du diese natürliche Ruhephase erlebst. Und jede Ruhephase ist notwendig, und das ist nicht immer eine Depression oder auch nicht immer eine Transformation, also die auch sich zeigen kann. Manchmal sind das einfach mal diese Wellen von Aktivität und Ruhe, und das ist wirklich essentiell wichtig, damit du in deine Kraft kommst. Seitdem ich das weiß, bin ich ganz entspannt, wenn ich merke, es kommt irgendwie nichts. Also ich war vorher sehr, sehr produktiv, ich habe was geleistet, also ich habe ein Projekt auf die Beine gestellt, ein neues Seminar, was auch immer. Dann kommt es so eine Art Ruhephase, wo ich merke, ich bin so irgendwie müde und ich habe keinen Bock auf nichts. Ich möchte nicht, einfach nichts machen. Und seitdem ich das weiß, dass das so funktioniert, ich fühle das seitdem, dann bin ich ganz entspannt und sage, okay, dann ist das für irgendetwas gut. Das ist die Zeit, wo alles ruht und im Hintergrund die Energie und Kraft nochmal neu getankt wird. Also es regeneriere mich und tanke einfach neue Energie und neue Kraft. Und ich gehe ganz entspannt mit dieser Phase einfach mal um, weil ich weiß, dass danach wieder nochmal Aufblutzeit kommt, und das kommt von alleine. Je schneller du das loslässt, also dieses Kämpfen und Tun und Müssen, etwas müssen, je schneller du das loslässt und sagst, okay, ich nehme einfach das, was kommt, und wenn mir Impuls kommt, ich möchte eher ins Schwimmbad fahren oder ich möchte irgendwo ein Wochenende in der Natur verbringen oder kleinen Urlaub machen und eigentlich habe ich mir ein neues Projekt geplant, wenn du das tatsächlich machst, wenn du dich darauf einlässt, dann merkst du, wenn du zurückkehrst, also aus so einem Kurzurlaub vielleicht, dass von alleine Lust und Motivation und Kraft kommt, irgendwas zu tun. Und dann merkst du vielleicht, du bist vielleicht viel schneller und produktiver und hast irgendeine Sache viel, viel schneller auf die Beine gestellt, als wenn du das davor gemacht hättest. Also sei das dir einfach mal bewusst und übe Geduld mit dir. Und wenn du tatsächlich dir die Zeit gibst, also den Raum gibst, also für die Dinge, die gerade sich zeigen, die da sind, auch wenn das scheinbar unproduktive Sachen sind, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist die höchste Produktivität überhaupt, weil du den Boden vorbereitest dafür, dass du mit neuer Kraft, mit neuer Energie großartige Dinge erschaffst und damit auch erfolgreich wirst. Und das ist das Geheimnis des wahren Erfolgs. Richtig erfolgreiche Menschen, die sind nicht permanent einfach nur am Tun, sondern sie wissen ganz genau, dass zu diesem Erfolg auch Ruhephase gehören, Erholungsphasen gehören. Einfach mal die Momente, wo du für dich, für deine Seele etwas machst, also wirklich Spaßsachen, also wo du einfach scheinbar nichts tust, das ist essentiell wichtig. Also deswegen lege dir ans Herz, nimm die Zeit, spüre in dich hinein, was du heute möchtest, also welche Phase ist gerade da, gehe geduldig mit dir um, ganz liebevoll mit dir um, auch in diesen Phasen, und gönne dir die Dinge, die deine Seele möchte in diesem Moment. Also viel Erfolg damit und bis zum nächsten. Alles Liebe. Ciao, ciao.